Hallo und herzlich willkommen zur bereits 34. Folge von Mount & Blade 2 Bannerlord. Beim letzten Mal hat unsere ach so schlaue Kaiserin vergessen, Essen einzukaufen für die Armee und hat deswegen die Armee aufgelöst. Und wir sind hier noch auf der Jagd gerade nach Findor gewesen. Und die Hälfte der Armee, wenn nicht sogar die gesamte Armee, hat sich uns angeschlossen. Wenn ich das richtig sehe, sogar die Kaiserin selbst. Oh! Bin mal gespannt, ob wir uns jetzt einen richtig kräftigen Namen machen. Problem ist aber, wir haben keine Armee gegründet, das heißt, wir können keine Befehle geben, sondern das wird jetzt wahrscheinlich zum Autocharge. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, wie die anderen reagieren werden. Die wollen natürlich alle ihren Ruhm abgreifen hier. Sie wissen, dass wir uns im Krieg befinden. Ergeben Sie sich oder sterben Sie. Achso, Moment. Wenn Sie jemals eine Chance auf Ruhm haben wollen, sollten Sie vielleicht in Betracht ziehen, für mich zu kämpfen. Eines Tages können sie ihren Enkeln erzählen, dass sie unter meinem Kommando gedient haben. Ich glaube nicht, dass du es als Kompliment meinst. Ich möchte dich nicht bekämpfen. Oh, der hat Angst. Nee, komm. Ich will Ruhm. Sehr gut, erwarte keine Gnade. Ja, du aber auch nicht, mein Lieber. Der kann uns aber kräftig wehtun. Wir müssen aufpassen ein bisschen, ne? Oh, das wird sehr interessant hier. Die haben sich jetzt alle dem Kampf hier angeschlossen. Wir sind 580 Mann. Das ist eine sichere Sache, ich weiß. Aber trotzdem, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu hohe Verluste selber erleiden, ne? Und natürlich Autocharge. Oder? Move! Ja, ich darf nur meine befehligen. Okay. Move! Charge! Okay, dann preschen wir mit der Kavallerie rein da. Sind nicht wenig Kavalleristen. Und genau das ist das Gefährliche an diesem Autocharge. Damit verliert unsere Fraktion ziemlich viel an Kavallerie. Ah, schau mal, einer guckt da hinten. Ist auch gegnerische. Vier Mann. Das ist eine gute Idee, was die Jungs hier vor mir machen. Ah, die gehen in Verteidigungsposition. Komm schon. Lass mich treffen. Lass mich bitte treffen. Geht doch. Ach, die machen noch nicht mal was. Ist aber sehr, sehr nett von euch. Ah, verdammt! Nein! Nein! Ach Mann, das passiert mir aber jedes Mal! Aua! Aua! Was? Wo bist du denn? Pass auf, du! Verdammt! Hätte klappen können! Das ist immer echt so eine richtige Frage aus Timing her, auch wann man zuschlägt. Aber ich bin schneller! Mein Pferd ist besser als deins. Muss man aufpassen, dass er mich jetzt hier nicht in die generische Infanterie reintreibt. Ja, nicht, ja. Nix da. So geht das. Weg da! Kopf vor! Verdammt! Die feindliche Infanterie ist schon zerrieben. Aufgerieben. Ach, schade, daneben. Hier laufen noch ein paar. Ah, verdammt, daneben. Oh, das war ein generischer. Moin! Nur 31? Das ist mies. Das ist ganz mies. Ich hätte eigentlich mit einem Geschwindigkeitsbonus gerechnet. Oh, ist der ausgewichen. Ich wollte schon sagen, warum haben wir noch nicht gewonnen? Ach, da hat sich echt noch so ein kleiner Pulk gesammelt. Okay. Na gut, war jetzt nicht so ruhmreich für mich. Insgesamt ist einer gestorben. Zwei sind verwundet. Und wo ist er gestorben? Ach, ich kann sogar steuern, merke ich gerade. Cool. So, also wir haben gar keine verloren, das ist sehr schön. Wir haben Einhand geskillt und Uslav hat Reiten geskillt. Sehr schön. So. Bin ich doch mal gespannt. Eigentlich müsste doch jetzt danach noch... Oh, guck mal hier, neuer Einfluss. So wenig? Ach ja, weil wir so deutlich in der Überzahl waren. Deswegen, das wird sein. Hat nur einen Wächter gefangen genommen. Ja, es wird natürlich aufgeteilt auf alle. Stiefel sind auch nicht so die Welt. Wie jetzt? Wir konnten jetzt nicht irgendwie sagen, du bist frei? Ist ja gemein. Das sind nur Plünderer hier. Hm. Ach Mann. Also wie sieht's denn aus? Könnte ich jetzt eine Armee gründen? Könnte ich, aber ich habe zu wenig Nahrung dafür, ne? Hm. Wir können aber schon mal gucken. Zimmermann 122, Eisenwaren 81, das sieht sehr gut aus. Das geht natürlich noch besser. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie so eine Obergrenze gibt. Warte mal, ist das hier?
Das ist ja unser Reich, sehe ich gerade. Wir könnten hier nachrekrutieren. Wenn es nicht schon geplündert wurde. Weil jetzt rennen die hier natürlich auch alle weg, ne? Handel. Haben wir noch ein paar Klamotten zu verkaufen? Oh, wie viel Geld habt ihr denn? Wird mir gar nicht angezeigt. Mach mal Abbruch. Gehen wir nochmal rein. Ach, die haben nur 19. Warte mal. Ach, den hatte ich schon was verkauft. Das wird sein. Okay, ich habe mich gerade gewundert. Was ist das hier? Oh, sehr schön. Die kannst du mir gleich mal alle geben. Ich muss nur mit dem Geld ein bisschen wirtschaften jetzt. Sieht gerade nicht ganz so rosig aus. Handelswaren hatten wir keine bei. Das Ding ist erobert, genau. Das Ding haben wir auch erobert. Ach, deswegen gehört es natürlich logischerweise zu uns. Problem ist nur, es ist am anderen Ende der Karte. Aber gut. Jetzt ist die Frage, was machen wir noch? Ist der Krieg schon vorbei? Nee, noch nicht. Oh, die sind stärker geworden. Obwohl sie mehr Verluste gemacht haben. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Was ist die Frage, was machen wir jetzt? Wollen wir ihr folgen? Sie reist nach Lycaron. Dann folgen wir ihr. Oh oh. Da kommen gerade 60 Mann. Schon eine Weile her. Gibt da etwas, was ich mit dir besprechen möchte? Hast du irgendwelche allgemeinen Gedanken zur Politik? Gut, lassen Sie mich die Dinge so formulieren. Wir sind die Familie des gemarterten Kaisers. Jeder Mann möchte seinen Kindern das hinterlassen, was er hat. Sei es ein kleines Stück Land oder den Kaiserthron. Jeder in Kalradia, ob reich oder arm, begreift das. Das universelle Prinzip des Erbes, nicht die obskuren Gesetze des Senats, macht in den Augen des Volkes einen Kaiser aus. Okay. Ich werde mich bemühen, eine gute Kaiserin zu sein. Ich werde mein Bestes tun. Aber ich weiß sehr wohl, dass wer auch immer diesen Bürgerkrieg gewinnt. Wir haben Bürgerkrieg? Okay. Die Grundherren immer noch Mieter betrügen werden. Die Stadtwache immer noch Bestechungsgelder verlangt. Krieger immer noch Männer töten, um ihr Vieh zu stehlen. Betrunkene Ehemänner ihre Ehefrauen schlagen werden. Die Pest und die Geburtswehen werden mehr Menschenleben fordern als alle Übel des Menschen zusammen. Und Hunger, Fräulein! Hast die Armee verhungern lassen? Dennoch sind die Männer bereit, für mich zu kämpfen, auch wenn ihnen das nichts bringt. Aus keinem anderen Grund, als dass der Thron mein Recht ist. Ich werde diese Männer nicht verraten. Hast du aber schon. Wenn ich gewinne, werden die Menschen in den kommenden Jahrhunderten an meinen Sieg zurückdenken und denken, der Himmel lächelt denen zu, die für ihre Rechte kämpfen. Das ist alles, was man tun kann. Okay, haben wir jetzt damit sozialisiert oder nicht? Kurze Frage, egal. Entbunden werden möchten wir nicht. Allianz schmieden, Fragezeichen. Und wessen Hand bietet ihr? Egal, okay, du hast niemanden als Kind. Gut, ich habe gehofft, dass wir mal als Vasall eintreten können bei ihr, aber dazu müssen wir wahrscheinlich unseren Clan noch weiter aufwerten. Es ging eigentlich mal, dass man mit Rechtsklick jemanden begleiten konnte. Das geht aber wohl nicht mehr. Laufen wir am besten jetzt einfach ihr hinterher. Weil ich möchte auch erstmal ins heimische Gebiet zurück. Hallo? Vorsicht, mein Junge, Vorsicht. Bleib lieber in ihrer Nähe. Ach, hier ist eine weitere Armee. Eine gegnerische Armee. Ups. Tja, Fräulein. Das war da wohl nichts, wa? Ach, du ahnst es nicht. Da sind nur... Oh nein. Nee, warte mal. Steht denn die Truppe der Verteidiger? Steht jetzt hier gar nicht mehr, ne? Das ist natürlich schade. Kann ich hier einen Rechtsklick drauf machen? Auch nicht. Dürfte ich dir was vorschlagen? Hab da so eine 60-Mann-Truppe gesehen?
Ach, darf ich wahrscheinlich nicht, weil sie die Kaiserin ist, ne? Ich darf höchstens jemanden, der mit mir gleichgestellt ist, das anbieten. Okay. Ist egal, tschüss. Mach's gut. Schade. Ah, und hier ist wieder einer von diesen Adligen drin, mit denen ich sprechen muss. Das ist natürlich mies jetzt, ne? Du da. Mit dir können wir auch nochmal sprechen. Vielleicht können wir dir sagen, ich weiß, wo es Gegner gibt. So wie bei Warband, da konnte man manchmal die Leute auch mit sich reiten lassen. Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Nee, hier können wir bloß einen Tauschhandel anbieten. Schade. Na gut. Aber ich finde es ein bisschen eigenartig, dass er die Hand automatisch zur Waffe führt. Ah, vielleicht mag er mich nicht. Vielleicht vertraut er mir nicht so. Ah. Die Eilen zur Verteidigung. Wird es ein Angriff? Ja, nein. Sieht schlecht aus. Oh, oh. Weg da. Was macht ihr denn da? Och, Leute. Wegen Plünderer. Ernsthaft. So, okay. Die ziehen sich zurück und hier kommt noch mehr Verstärkung. Okay. Lass mal noch ein bisschen warten. Leertaste hilft in dem Fall. Ah, die haben schon erobert, wa? Verdammt. Das ist natürlich blöd gelaufen. Viel zu viele Männer geopfert für eine Belagerung, die dann doch nach hinten losgegangen ist. Bisschen schade finde ich, dass ich dir nicht sagen kann, hey komm, ich habe da eine Idee, folge mir mal. Ich sollte aber vielleicht mal vorausreiten und ein bisschen wegrekrutieren, damit ich auch noch was abbekomme. Meine... Es scheint so, als wäre der Weg frei, ne? Boah, 225 haben wir bekommen. Was ist hier los? Achso, hier kann sich wieder jemand anschließen. Ich bin es immer noch gewohnt aus Warband, dass man selber Ausbilder ist, damit die eigenen Truppen während des Marsches auch Erfahrungspunkte bekommen. Könnten wir mal gucken. Bei Führung, ist das vielleicht machbar? Ja, genau. Es gehen das durch was? Halten Sie die hohe Moral in Ihrer Gruppe aufrecht, versammeln und führen Sie Armeen zusammen. Das können wir doch nicht. Ach, siehst du, ich wollte mal gucken, ob das vielleicht irgendwo geht. Kann ich selber eine gründen? Söldner können nicht. Ich muss Vasall sein. Danke. Da ernährst du die Armee und dann darfst du sowas nicht machen. Na gut, ich würde sagen, wir gehen mal hier Söldner verkaufen. Und so noch ein bisschen Handel treiben. Wir können noch mal ein bisschen schmieden. Dann kriegen wir wieder ein bisschen unser Geld zurück. Ulbos ist gefangen genommen. Oh! Der hat sich dann da noch im Süden rumgetrieben. Ja, selber schuld, würde ich sagen, ne? Wenn sich die Armee allgemein im Rückzug befindet, hätte er das auch machen können. Ja, das ganze Zeug kann weg. Obwohl, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hätte Rüstungen auch zerlegen können, aber ich glaube nicht, ne? Also schon etwas bessere Rüstungen, meine ich. So, das haben wir. Hartholz bitte. Habt ihr? Habt ihr? Habt ihr? Da, haben sie. So. Mast mal. Nee, das war falsch. Mast mal durch. Sechsteilbar. Sehr gut. Wir gehen in die Schmiede. Wir fangen hier schon mal an. Ah, das bringt nur Hartholz. Ich darf nicht, weil ich muss mich ausruhen. Ich habe doch gerade erst angefangen. Ja, fies. Ja, machen wir es in der nächsten Stadt. So, ihr reitet hier lang. Da ist Zeonika. Warte mal, Zeonika ist... Moment mal. Was ist denn hier passiert? Hatten wir Krieg mit Westimperium? Zeonika war doch vorher mal Südimperium. Nee, ich glaube, wir hatten keinen Bürgerkrieg mit denen, ne? Okay. Eigenartig. Gehen wir mal hier rüber nach Chamaros. Ach, guck mal, einer schau. Guten Tag. Ich hätte da mal eine Frage. Da war mal so ein großer Krieg vor ein paar Jahren.
Tachin! Du bist Garios. Könnt ihr mir etwas über die Schlacht von Pendrake berichten? Ja, wir werden diesen Tag nie vergessen. Der Tag, an dem wir erfuhren, dass die alten Männer, die behaupteten, sie hätten das Recht, uns zu regieren, inkompetent waren. Du, ihr kennt da eine, die hat Verwandtschaft mit ihr, glaube ich. Nennt sich Kaiserin. Ich war bei der Vorhut. Neretzes wusste offenbar, dass die Batanier einen Hinterhalt geplant hatten. Die Kuzaid-Speer hatten es ihm gesagt. Aber er machte sich nie die Mühe, uns zu informieren. Also gingen wir hinauf, entlang eines schön bewaldeten Baches, bis die Pfeile der Bataillone von allen Seiten hereinrauschten. Autsch. Wir hatten unsere Schilde, aber man kann sie nur in eine Richtung auf einmal ausrichten. Also begannen wir, einen nach dem anderen fallen zu lassen. Zu fallen war wo er. Bis die batanaischen Falksmänner schreiend aus den Wäldern kamen. Normalerweise wären sie sehr anfällig für Bogenschützen, aber der alte Neretze hatte nicht daran gedacht, welche mit uns mitzuschicken. Autsch! Also kamen sie auf uns zu, hackten und schlugen uns nieder. Wir kämpften, bis wir zerbrachen. Wie hast du das überlebt? Ich bin auch gerannt. Und jeder Mann, der euch sagt, er würde es unter diesen Umständen nicht tun, ist ein Lügner. Als ich später in dieser Nacht in den kalten Wäldern saß, versteckt mit den anderen Flüchtlingen und den Barbaren zuhörte, die jauchzten und brüllen Köpfe als Trophäen abhackten, versprach ich ihnen, dass kein kalradianischer Soldat mehr von einem Eroberer, der so wenig vom Krieg verstand, in die Schlacht geführt werden sollte. Ich danke ihnen. Damit haben wir wieder einen Teil der Hauptstory erfüllt. Nee, wir stellen jetzt keine Forderung, wir gehen jetzt einfach. Ich glaube nicht, dass wir einer Armee von 723 Männern Forderungen stellen sollten. Na gut, dann weiter geht's nach Jamaris. Ach, ich habe total vergessen, die Dinger zu verkaufen hier. Die Dinger, sage ich schon. Die Typen hier. Mensch, wie heißen sie denn? Die... Ich fällt's mir nicht ein. Die Gefangenen. Machen wir gleich mal. 200, immerhin. So. Darf ich jetzt hier die Schmiede benutzen? Immer noch. Ich muss mich wirklich ausruhen. Ist ja fies. Ich darf nicht mehr Kohle herstellen. Na gut. Verbringen wir aber mal die Nacht hier. So eine Ausdaueranzeige wäre schon sehr praktisch. Um wie mal zu sehen, wie weit ist er denn? Wann darf er denn wieder? So, gucken wir mal. Dürfen wir jetzt? Jetzt dürfen wir. So, wir machen zuerst das, wo komplett nur Eisen rauskommt. Jetzt haben wir wieder zu wenig Kohle. So, Schmieden ist weitergeskillt worden. Jetzt müssen wir uns wieder ausruhen. Schade. Ich würde es ja schon schöner finden, wenn man das irgendwie anders regeln könnte hier. Man dann irgendwie sagen könnte, wir ziehen jetzt einfach in die nächste Stadt. Und da dürfen wir dann wieder. So. Das hier bringt noch ordentlich was. Hier auch nochmal. Jetzt müssen wir uns wieder ausruhen, wa? Natürlich. Können wir auch schon mal die ersten Sachen verkaufen. So. Wir sind alle noch gelockt hier, ja. Mach mal so. Ist noch irgendwas nicht gelockt, was wir noch brauchen? Sieht nicht so aus. Ach, Kohle brauchen wir auch wieder. Na gut, dann würde ich sagen, boah, wenn ich das schon wieder sehe. Geil, Omatico. 2000, why not? Zack. Da freut sich doch die Kriegskasse. Oha, da kommt 1000 Mann auf Jamaris zu. Aber sind ja deren eigenen Helden. Oh, warte mal. Wenn die hier rechts hoch wollen. Ah, okay, die gehen nach Aserai. Ist hier noch los? Hier ist noch Legeta. Ich verstehe auch echt nicht, warum die Kaiserin den Batanier in den Krieg erklärt, statt direkt den Nachbarn den Krieg zu erklären. Wir brauchen erstmal wieder Kohle. So, jetzt sind wir wieder... Ne, wir sind nicht erschöpft. Okay. Dann... War das gerade falsch geklickt? Einschmelzen. Jetzt sind wir wieder erschöpft. Mann!
Komm, ziehen wir in die nächste Stadt. Gehen wir nach Zeonika. Von Zeonika aus würde ich dann gerne mal wieder in Richtung Heimat marschieren, sodass wir da noch ein paar Aufgaben der Adligen erfüllen. Oh, 274 haben wir bekommen. Das sieht richtig gut aus. Wie steht's denn hier mit unserer? Wow. Es ist ein himmelweiter Unterschied. Da haben wir eine gute Wahl getroffen. Dadurch, dass Epikroter eine Eisenhütte irgendwo in der Nähe hat und wir für Hardwood wahrscheinlich wirklich keine extra Belieferung brauchen, sieht es doch richtig gut aus. Wie sieht es aus im Bergfried? Ist da jemand? Nö. Achso, hier dürfen wir sowieso nicht rein. Gehört ja nicht uns. Also nicht unserer Fraktion an. So. Darf ich? Darf ich? Darf ich? Ich darf nicht. Oh, Mann. Dann gehen wir direkt nach Hause, ab nach Poros. Langes her. Wir könnten mal wieder ein bisschen Handel treiben, vielleicht. Für den nächsten Betrieb. Wieder so ein bisschen Töpferware hin und her schieben. Hier ist nur die Matira und die hat keine Aufgabe für uns. Okay. Zurück. Truppen rekrutieren wäre mal nicht schlecht. Haben wir sogar schon Tier 3er dabei und ein paar Bogenschützen. Das ist auch gut. Gib mal her. So, da sind wir wieder bei 51 Mann. Das ist doch in Ordnung, würde ich sagen. Bin ich jetzt immer noch erschöpft? Natürlich bin ich noch erschöpft. Ach Mann. Dann warten wir jetzt einfach mal kurz hier. Sollte ja wohl reichen. Jetzt darf ich auch wieder. So, jetzt brauchen wir wieder Kohle. Ach Mensch, siehst du, ich verkaufe das hier irgendwie immer alles. Aber ich könnte theoretisch sogar noch deutlich wertvollere Sachen draus machen, wenn ich genügend Kohle hätte. Okay, das ergibt jetzt nicht viel Sinn. Das hier macht Schmiedeeisen zu Eisen? Bin ich jetzt ein bisschen doof? Ach, ich sehe gerade, ich kann keinen Stahl herstellen. Schade, weil Stahl bringt schön viel Geld. Na gut, ich würde sagen, den Rest verkaufen wir jetzt so. Machen wir einmal wieder mal. Seht ja, es lohnt sich. So. Der Rest kommt jetzt so noch auf den Markt. Dann sehe ich gerade, brauchen wir auch wieder dringend Essen. Wie viele Pferde haben wir? Wollt ihr ja die Packpferde nach und nach austauschen gegen Steppenpferde oder Wüstenpferde? Geschwindigkeit 46, Geschwindigkeit 54. Her damit. Her damit. Weg. Weg. Haben wir zwar weniger Traglast, aber. So extrem viel handeln wir ja nun nicht mehr. Wir werden noch weiter Handel treiben, das ist überhaupt kein Thema, aber nicht mehr so krass. Achso, Nahrung wollte ich noch kaufen, genau. Wie sieht es denn aus hier? Fisch ist ziemlich teuer. Ich glaube, da kaufe ich das doch lieber in den Nachbardörfern, ne? Oh, ihr habt aber viel Holz hier, das gefällt mir. Das ist ein normaler Preis, das gefällt mir noch mehr. Denn wir haben ja hier unsere Holzwerkstatt. Töpferwaren ist viel zu teuer hier gerade. Warum? Gute Frage, nächste bitte. Na gut. Dann soll es das so gewesen sein. Dann bin ich schon mal überlegen, ob wir uns mal diese Steppenreiter hier schnappen. Steppenbanditen. Problem ist aber logischerweise, es sind Kavalleristen, ne? Wenn wir aber Glück haben, erwischen wir sie an einer für sie ungünstigen Gelände. Jetzt muss ich mal ein bisschen rumplänkeln hier. Beim Dunkeln ist gut munkeln, alles gut und schön, aber es kämpft sich dafür bescheiden, ne? Jetzt geht die Sonne auf, wir jagen sie. Wie schnell sind denn die? 7,1? Autsch! Warum sind wir so langsam? Ich habe keine Gefangenen. Ich doch zu wenig Pferde, wa? Na gut. Gehen wir mal hier rüber. Habt ihr denn so Schönes? Ihr habt auf jeden Fall Getreide, was hier schon mal günstiger ist als drüben in Poros. Salz für 23. Können wir in Rothea für 59 oder in Poros für 42 verkaufen?
Sanders, kannst du mir gerne mal alles geben? Für 23, okay. Rothea! Wo bist du? War das nicht irgendwo hier in meiner Nähe? Tja, also, da gehe ich doch lieber nach Poros zurück. Na gut, die Steppenbanditen werden wir nicht bekommen, die sind zu schnell. Ist ein bisschen schade. Oh, verdammt, hier drüben hätte man noch mehr Salz kaufen können, wa? Na gut. Festung wird genommen. Ah, der Töpfer hat bloß eine Aufgabe für uns, ist mir aber wurscht. Zack. Essen. Naja, Fisch geht langsam. Käse. So, haben wir erstmal vorgesorgt, können wir uns erstmal ein bisschen unterwegs austoben. Töpferware ist immer noch sehr teuer hier. Aber kann das sein, dass wir sogar Hartholz herstellen? Aus unserem Zimmermann? Weiß nicht. Weil ich möchte ihm das jetzt nicht wegkaufen. Nee, lassen wir das mal. So, wie sieht's aus mit Truppen? Nur Rekruten. Naja, komm hier, Per. So, dann sind wir wieder auf Sollstärke, wie wir es ursprünglich mal haben wollten. Können wir hier nochmal nach Pferden gucken. Zumindest die Mittellandpferde. 300 bekommen wir täglich, das sieht gut aus. Gesattelte, die sind zu langsam. Die Midlands sind eigentlich auch zu langsam. Müssen wir nochmal durchrechnen. Wie viele haben wir? Das sind 15, 23, 33, 53. Wir haben ausreichend Pferde, ich verstehe das nicht. Hier, nimm. Die Packpferde brauchen wir dann nicht mehr. So. 6,2er Geschwindigkeit haben wir jetzt eigentlich. Jetzt sind wir auch deutlich schneller, weil wir jetzt nicht mehr so die langsamen Packpferde dabei haben. Jetzt würde es darum gehen, dass wir die bartanischen Ponys zum Beispiel oder die Dogeianischen hier austauschen gegen Wüstenpferde, die nämlich eine Geschwindigkeit von 54 haben. Gesatteten sind auch okay, müsste man auch so nach und nach mal austauschen. Komm, die haust du auch gleich nochmal weg hier. Dann können wir auch besser durchrechnen. Hier 45, 55 ist auf jeden Fall genug. Dann jetzt hier 63, 67, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ich habe eine Idee. Oh, ist das fies. Mein Einfluss sinkt immer weiter. Kann ich denn meinen Clan steigern? Geht das hier irgendwo? Mein Kaffee ist leer? Nee, doch nicht. Also ich meine, ich sehe, ich bekomme immer wie... Ach, ich muss Bekanntheit bekommen. Dadurch, also die allgemeine Bekanntheit gilt für die Clanstufe, ich verstehe. Also müssen wir Kämpfe machen. Wir müssen kämpfen. Okay, wollte ich ja sowieso mal wieder machen. Damit wir unsere Truppen aufgewertet bekommen. Dann werden wir nebenbei noch einen Kleinhandel betreiben. Und uns nach und nach auch bessere oder weitere Workshops aufbauen. Jo, zack. Mal ein kleiner Kampf hier. Ich würde sagen, dann machen wir gleich einen Charge. Auch wenn unsere Bogenschützen natürlich Skills brauchen, aber unsere Infanterie braucht noch mehr. Oh, kriegen wir einen Dückstreffer hin. Nöp. Guten Tag. Ach, verdammt. Sehr schön. Weg da. Das sind halt nur Looter, ne? Aua, mein Pferd. Stirb, du Hund. So, und so, und... Aua, aua. Ihr schießt auf mich, ihr Deppen. Da haben die eigenen Leute auf mich geschossen. Oh. So. Ein
Rekrut ist aufgelevelt, immerhin. Haben wir wieder ein bisschen Einfluss bekommen. Und damit endet dann auch eigentlich schon die Folge. Wir gucken natürlich noch durch, was wir an Loot dabei hatten, aber ich erwarte nicht so das großartige. Trauben ist okay. Die können wir uns mal gerne locken. So. Ja. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es euch gefallen hat und ihr morgen wieder reinschaut. Dann werden wir uns mal ein paar Plünderer schnappen, noch irgendwo ein bisschen Handel betreiben. Und ich habe vor, eventuell mal einen Abstecher nach Aserei zu machen, um da mehr Wüstenpferde zu kaufen. Momentan können wir es uns leisten. Wir gucken auch mal, was wir nach Aserei mitnehmen, dass wir dann das da wieder verkaufen können. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns morgen wieder. Ciao!